Moin Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und ja, wir befinden uns jetzt gerade noch in dieser Glaskuppel, denn wir haben bei der letzten Folge schon die zwei Zimmer erkundet und haben ein Klebeband schon gefunden. Und ja, wir werden jetzt, glaube ich, gucken, ob wir vielleicht sogar noch eine Schlüsselkarte bekommen. Heißt also, ich glaube, das ist wieder ein Roboter oder was das halt ist, töten muss, um wieder in einem Raum kommen zu können. Dann bringen wir uns den jetzt mal um und da... die haben das da oben, die Schlüsselkarten. Okay. Und würde sagen, dass wir direkt hier reingehen. Und hoffen, dass wir hier nämlich was bekommen. Ach, schade, ich würde das Treppenhaus gerne benutzen. Aber klappt anscheinend nicht so, wie die es wollten. Ah, hier geht's diesmal auf die 8. Etage. Also heißt also in dem Sinne, dass wir erstmal hochfahren müssen. So, und da ist auch nur ein Zimmer. Heißt also, vielleicht werde ich hier in diesem Zimmer auf was Gutes wieder stoßen. Das wäre natürlich echt eine traumhafte Sache. Und soweit wie ich es jetzt sehe, ist hier auf jeden Fall schon mal nichts Besonderes, außer diese Überreste. Ah, diesmal war eine Kokosnuss drin, ne? Also die Leute leben diesmal gesund. So, wir gehen hier mal rein und schauen mal, ist das so ein Zauberbuch? Waren das Magier oder waren das, oder was ist das? Keine Ahnung. So, hier haben wir auf jeden Fall dann auch schon mal, soweit ich jetzt auf dem ersten Blick sehe, nichts Besonderes. Aber wir können hier jetzt noch raus. Heißt also, hier ist Kunststoff. Das nehmen wir uns auf jeden Fall direkt mit und gehen direkt auf dem Dach und schauen mal auf jeden Fall, ob wir hier auf dem Dach nämlich was Exzellentes finden. Heißt also, wir müssen halt so ein bisschen Parcours machen. Wir finden außer Schrott hier gerade spontanisch nichts. Und... deswegen müssen wir halt gucken, vielleicht müssen wir hier sogar rüberspringen, weiß es nicht. Werde es jetzt nicht machen. Aber hier, wie es aussieht, wird hier auch nichts sein. Falls hier was sein sollte, werde ich das auf jeden Fall in den Streams auch nochmal nachforschen und nacherkunden. Das auf jeden Fall. Aber so wie es aussieht, wird hier auf jeden Fall schon mal... nix sein. Heißt also rein moralisch, dass hier schon der Reinfall ist. Also das ist jetzt eine Etage, wo so gesagt nix ist. Das ist auch so eine, glaube ich, so, oder? Ah. Ja gut, man sollte auch den Flur... ja, nice. Ja, sehr schön. Und man sollte auf jeden Fall den Flur auch entlang gehen. Also ich habe jetzt den Flur überhaupt nicht gesehen. Ich bin direkt in ein Zimmer reingegangen und dann ist es halt so passiert. Und jetzt gehen wir auch mal ganz schnell... ah, da haben wir auch das nächste Klebeband. Das ist sehr schön. Da haben wir auch noch ein Tresor gehabt. Das ist auch schon mal sehr gut. Und ja, ich glaube, das war es auch schon hier in dem... Haus. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwie was steckt. Da werden wir jetzt, wie gesagt, mal schauen, ob wir... obwohl, hier ist auch noch ein Token. Ja, geil. Wo wir die Token rein theoretisch machen können, weiß ich jetzt noch nicht. Aber das werden wir halt noch frühestens herausfinden. Das war es auf jeden Fall mit dieser Etage. Wir gehen jetzt mal runter. So, ein bisschen Aufzugsmusik. So, wir sind jetzt auf der 9. Etage. So Leute, das Video war jetzt mal ein etwas kürzeres Video, weil wir hier die Häuser schon echt schnell gerusht sind und die Sachen alle, glaube ich, gefunden haben. Wenn uns noch was fehlt, wird das halt alles noch im Stream erforscht. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like auf dieses Video gebt
und den Kanal abonniert und die Glocke natürlich aber aktiviert, dann sage es mal, bis dann Leute und ciao.